1860 München, kein Geld. Löwen sagen Weihnachtsfeier ab. Diese Nachricht verwundert. Die 1860 Geschäftsführung hat die offizielle Weihnachtsfeier für die Mannschaft abgesagt. Trainer Daniel Birovka, 39, bestätigte auf Bildnachfrage: Momentan sieht es so aus, dass wir uns das nicht leisten können. Eine erschreckende Aussage, die viel über die finanzielle Lage des Drittligisten aussagt. Birovka nimmt's aber mit Humor, schiebt nach: Vielleicht gehe ich am Samstag nach Feldmoching zur Weihnachtsfeier. Bei seinem Heimatverein ist Biero sicher gern gesehen. Laut Trainer wird sein Team selbst eine eigene Feier organisieren. Zuletzt hatte es Kohlewirbel um die Zahlungen von Investor Hasan Ismail für die Zwischenlizenzierung gegeben, Bild berichtete. Jetzt fehlt das Geld für die Weihnachtsfeier. Der Verein muss sparen, wo es geht. So wird die Rasenheizung am Trainingsgelände laut Betreiber nur auf 20 statt den üblichen 30 Grad hochgefahren. Jeder Euro zählt. Sportlich ist nach dem 1:3 gegen Jena Abstiegskampf angesagt. Nur noch 3 Punkte trennen 1860 von der Abstiegszone. Umso wichtiger ist das Heimspiel am kommenden Samstag gegen Kaiserslautern. Birovka optimistisch: Ich bin vollkommen überzeugt, dass wir in der Lage sind, Kaiserslautern zu schlagen. Übrigens, nach der Jena-Pleite meldete sich Investor Hasan Ismail auf Facebook zu Wort, schrieb und andere: Warum halten wir Löwen nicht zusammen? Ich kann selbst nicht verstehen, dass immer wieder Unruhe in den Verein hineingetragen wird. Vor allem, mit welchem Ziel?